So, ihr Lieben, die Umstände zwingen mich dazu, schon wieder so ein Video zu machen. Ich hatte gehofft, dass mir das erspart bleibt, dass Menschen mich erhören und mir helfen. Das passiert zum Teil auch noch, aber ich stehe mit dem Rücken zur Wand nach wie vor. Ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Und ich kriege auch nach wie vor zunehmend Druck bezüglich Herbst und Winter, weil ich mache nicht noch so einen mit. Um hier mal Klartext zu sprechen, das, was ich schon sehr lange mit mir rumschleppe, ist ein Recht wahrzunehmen, was vorm eingeführt wurde. Ich will das Thema jetzt nicht aufmachen. Aber für mich hat mir das einen Exit gezeigt, den ich gehen werde, wenn ich einen bestimmten Punkt erreicht habe. Diesen Punkt habe ich schon lange überschritten. Ich kämpfe mich durch. Ich habe auch immer wieder Hoffnung. Aber ich brauche bis Herbst eine stabilere Aufstellung, sonst schaffe ich das nicht. Also das, was ich vorhatte, ist gescheitert. Die Sache, ich habe es mehrfach hier auf dem Kanal versucht, zu den Menschen nach Hause zu kommen. Ja, hier Gartenoase, ich komme zu euch nach Hause, ich habe mir ein Ferienticket geholt, all der ganze Kram. Ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Es ist nicht erwünscht, es ist nicht gewollt, da ist nicht genug Interesse da. Ja, meine Wohnsituation ist hochbelastend derzeit wieder, sehr belastend. Die finanzielle Situation noch mehr. Also Kaugummi Monat hoch 10. Ich habe mir, was haben wir denn heute Mittwoch? Letzte Woche habe ich mir tatsächlich Geld leihen können, aber es ist schneller alle gegangen als gedacht. Viel schneller. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich bin immer hoffnungsvoll und habe gedacht, ich komme über einen Monat, aber Pustekuchen, da ist noch eine Woche übrig. Und ja, das führt dann dazu, dass ich mich schlecht ernähre. Und wenn ich mich schlecht ernähre, geht es mir nicht gut. Ich merke das, das zieht mich runter, es macht was mit meinem Körper, ich fühle mich träge, mein Kopf funktioniert nicht, mein Herz funktioniert auch nicht richtig. Also egal, wie ich es anstelle und versuche aus dieser Situation rauszukommen, es wird besser. Ja, ich hatte wirklich ein paar gute Tage, auch in Sachen Garten. Aber es ist halt wechselhaft bei mir und heute sind mal wieder starke Depressionen angesagt. Also ich hoffe, dass ich mich irgendwie bis zum Winter besser aufstellen kann und dass ich irgendwie auf irgendeine Art einen Weg sehe, wie ich es schaffe. Aber ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann auf gewissen Ebenen, ich kann nicht mehr und ich komme auch nicht mehr ohne Hilfe zurecht. Ich weiß nicht, wie laut ich noch brüllen soll. Beim letzten Mal, wo ich gebrüllt habe, das war das Video menschenunwürdig. Ja, das habe ich hier drunter jetzt auch nochmal verlinkt. Habe ich mir jetzt so im Kopf gesetzt. Und ich möchte, bitte erspart mir das, dass ich darauf aufmerksam machen muss. Ich habe keine Familie und keine Freunde, zu denen ich gehen kann oder die von alleine kommen und mir Geld geben. Sondern es ist immer mit Bitten und Betteln verbunden. Ja, bei jenen, wo ich jetzt fragen könnte oder halt, oh, mein Kopf schafft das nicht. Also, mich kotzt das an, diese Videos zu machen. Wirklich, es fällt mir unfassbar schwer. Ich mache mich mega verletzlich. Verschiedene Kommentare, die unter Videos erscheinen können, bringen mich auch in Gefahr. Das war beim letzten Mal so. Ja, nicht das hier. Ein Post, den ich da um Ostern rum gemacht habe. Oder nach Ostern. Ich weiß schon, das war Horror. Ich habe das bis heute noch nicht aufgearbeitet. Nicht alles. Lang nicht alles. Schaffe ich auch nicht ohne Hilfe. Ja, ich kann nur um Hilfe bitten. Danke an alle, die mich unterstützen. Es ist diesen Monat auch ein bisschen was eingeplätschert, aber die letzte finanzielle, wie sagt man, Zuwendung, Spende hat mich letzten Monat erreicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also diesen Monat gar nichts. Und dank meiner Nachbarn sind seit gestern wieder die Panikattacken zurück und das ist ein ganz gefährliches Fenster. Also wenn ich melde mich jetzt ein paar Tage im Voraus und hoffe, dass ich was ergibt und mich Hilfe erhalte. Zweitens, ich suche einen Ort, wo ich hin kann und schlafen kann. Das ist ein Notruf auf dieser Ebene. Ja, ich suche keinen Ort im Krankenhaus oder so. Ich brauche einfach einen Erholungsort. Ja, ein Erholungsort kann mir hier jemand irgendwas anbieten in der Nähe. Ich habe hier keine Möglichkeiten. Ich wüsste nicht, wo ich unterkomme. Ich brauche was Ruhiges, Land, irgendwo. Also, wenn mich jemand hört, bitte anbieten, bitte melden. Ihr könnt hier drunter kommentieren. Ansonsten findet ihr E-Mail-Adresse hinten in der Kanalinfo. Oder habe ich das hier drunter auch stehen? Packe ich hier auch irgendwie runter. Kriege ich hin.
Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Also, wir sitzen alle im selben Boot. Ich kann es nur wiederholen und vielleicht gehe ich über Bootkante, aber ihr werdet es schaffen. Ich habe keine Ahnung. Bei mir geht das jetzt schon so lange und ich habe einfach keine Kraft mehr für diese Kaugummi-Monate, wo ich ich werde. Punkt. Ich kann nicht mehr sagen. Schluss, Ende, aus. Ich habe heute das letzte Mal Datenvolumen. Es geht mir heute Abend um 8 Uhr aus und dann habe ich auch kein Internet mehr. Also ich lebe nach wie vor ohne Internet. 24 Stunden Datenvolumen kosten mich 6 Euro, damit ich für euch auch hier präsent sein kann. Nicht nur hier, auch auf den anderen Plattformen. Und das ist das, was ich tue. Und es erfüllt mich. Ich glaube, dass ich einen Teil dazu beitrage, dass es uns im Morgen besser geht. Ich habe da so meine menschliche Verantwortung aus meiner Sicht erkannt. Weiß nicht, ob das erwünscht ist. Vielleicht bilde ich mir da auch was ein. So an dem einen oder anderen Tag hapert es am Selbstbewusstsein oder bricht meine ganze Selbstliebe zusammen. Es ist schwer unter den Menschen zu weilen mittlerweile. Es ist bei all den schönen Begegnungen, die ich habe, habe ich leider auch sehr viele negative Sachen, die mich erreichen. Und ich kann nicht immer stark sein, das auszuhalten. Und all für jene, die mich so haten, mobben und da direkt gegen mich vorgehen, auch in Chats und Livestreams im Internet, die ich da habe, bei TikTok zum Beispiel, warum vergeudet ihr Euro meine Lebenszeit? Warum macht ihr das? Was zieht eure Energie woanders? Und ansonsten, ich werde euch sperren, ich werde euch stummen, so wie ich das die ganze Zeit mache. Da könnt ihr euch noch so viele Accounts erstellen, da könnt ihr noch so viel irgendwie in irgendeiner Richtung machen. Das Gehate und das, was ihr da macht, ist unter aller Sau, menschenunwürdig. Ja, sie verfolgen mich übers Internet. Einfach heimlich. Und finden Sachen über mich raus und dann wird mir Schaden zugefügt. Regelmäßig. Macht Spaß. Wenn ich tot bin, seid ihr wach. Dann seid ihr wach. Meine Gefährtin hat letztens gesagt, es ist schon ein paar Wochen her, wo es so extrem war. Menschen haben sich schon für weniger umgebracht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Also, geht bitte weg. Ich kann nicht anders. Jetzt bei den Themen, die ich anspreche, reißt das einfach Wunden auf. Ich werde mich bestimmt gleich wieder fangen. Mein Körper, der dreht gerade richtig durch, aber ich kann das nicht anders als jetzt so auf diesem Wege. Ich habe jeden Monat Schiss, dass es der letzte ist, dass ich das hier nicht überlebe. Ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Ja?